Ja, jetzt erstmal ein anderes Thema. Diese Tat löste vor einem halben Jahr nicht nur Entsetzen aus. Nach dieser Tat wurde auch über die Sicherheit von Angestellten diskutiert, über Alarmknöpfe am Arbeitsplatz. Ja, ein Mann hatte im Jobcenter von Neuss eine Sachbearbeiterin erstochen, eine Mutter. Heute musste das Düsseldorfer Landgericht entscheiden, war es Mord oder nicht. Es war Mord. Der Mann muss lebenslang in Haft. Im Prozess hatte der Angeklagte gestanden, die Sachbearbeiterin des Neusser Jobcenters erstochen zu haben, aber bis zum Schluss seine Tötungsabsicht bestritten. Das Gericht sah das anders. Das Opfer hatte gegen die Attacken keine Chance. Mit Heimtücke sei der Täter vorgegangen. Heimtücke setzt voraus, dass das Opfer arg und wehrlos in der konkreten Tatsituation war, also keine Gegenmaßnahmen, Abwehrmaßnahmen einleiten konnte. Hier ist der Täter zwar dem Opfer frontal mit einem Messer gegenübergetreten, das Opfer hat es also gesehen, dass ein Angriff erfolgt, aber der Zeitraum war derart kurz zwischen Erkennen der Gefahr und dem eigentlichen Angriff, dass es keine Abwehrmaßnahmen mehr einleiten konnte. September 2012. Mit zwei Messern geht der Arbeitssuchende Ahmed S. ins Neusser Jobcenter. Er ist wütend. Seine Daten würden von der Behörde missbraucht, glaubt er. Weil er sich abgewiesen fühlt, sticht er auf die Sachbearbeiterin ein. Nicht nur für die Angehörigen ist die Tat eine Tragödie, auch für die Mitarbeiter in den Jobcentern. Viele haben seitdem Angst vor Nachahmungstätern. Das Urteil könnte helfen, einen Schlussstrich zu ziehen. Sicherlich war dieses Urteil die einzige für uns mögliche Option, mit der wir auch in unserem Alltag zurechtkommen, weil eine anderslautende Verurteilung wäre eigentlich für uns indiskutabel gewesen. Für uns war von vornherein klar, dass ein Mensch, der bewaffnet mit zwei Messern in ein Jobcenter kommt, in eine Behörde kommt, will nichts klären, will nichts sprachlich klären, sondern will für sich irgendetwas erreichen, was er mit normalen Mitteln nicht erreichen könnte. Für die Verteidigung ist dagegen nicht bewiesen, dass der Täter wirklich morden wollte. Deshalb hat sie auch Zweifel, ob das Urteil gerecht ist. Was ist da gerecht? Ich weiß es nicht. Die Frau Nadel bringt das alles nicht zurück ins Leben. Die Opfer, die werden weiter darunter leiden und auch der Angeklagte wird jetzt für den Rest seines Lebens unter diesem Trauma, was er selber angerichtet hat, leiden. Da können wir von ausgehen. Das Schlusswort von Ahmed S. gestern hatte für großes Unverständnis gesorgt. Zwar hatte er sich bei der Familie des Opfers entschuldigt, die Verantwortung für die Attacke trotzdem den Jobcenter-Mitarbeitern gegeben. Die Einlassung des Angeklagten hat für mich persönlich noch mal gezeigt, wie wenig Einsicht in die Tat, wie wenig Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung eigenen Handels beim Angeklagten zu sehen war. Richtig abgeschlossen ist die juristische Aufarbeitung nicht. Die Verteidigung hat angekündigt, in Revision zu gehen.